Hier ist Markus Rapp mit Episode 8. Heute Morgen habe ich ein sehr starkes Wort von Gott empfangen. Gott sucht Rissevermaurer. Und ich möchte mit dir heute Morgen anschauen, was das bedeutet. Das hat eine Auswirkung für Heilung von Gemeinden, von Regionen und Nationen, dass der Segen und der Plan Gottes erfüllt wird. Und zwar sagt Gott in Hesekiel 22, Vers 30 dem Propheten für Israel, sein Volk: Ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauerte und vor mir für das Land in den Riss trat, damit ich es nicht verheerte, aber ich fand keinen. Gott sucht hier inmitten einer Situation des Gerichts über Jahrzehnte und Jahrhunderte lang Götzendienst in seinem Volk. Ein Mann, das inkludiert auch Frauen im Neuen Bund, im Neuen Testament, aber es gab auch Propheten im Alten Testament. Er sucht also Männer und Frauen Gottes, die Mauer zumauern. Das zeigt, da war eine Öffnung für den Feind entstanden, ein Loch, ein Riss, wo der Feind ungehindert rein und raus gehen konnte und Verderben und Schaden anrichten konnte. Jesus warnt über den Teufel in Johannes 10,10. Er ist ein Menschenmörder. Er kommt da hinein, wo wir ihm Zugänge schaffen, um zu stehlen, zu töten, zu zerstören. Und der Feind ist ein Lügner. Und Gott sagt, das ist eine so ernsthafte Situation. Ich suche Männer und Frauen Gottes, die Mauern zumauern, die in den Riss treten und ihn schließen, damit ich kein Gericht senden muss. Gott fand diese Apostel, Propheten und diese Risseformaurer damals nicht und das Land ging in die babylonische Gefangenschaft. Das ist eine Parallele zum Ersten und Zweiten Weltkrieg. Damals kamen Finsternismächte in Deutschland, in Europa auf und auch da hat Gott Männer und Frauen gesucht, die Mauer zumauern im Leib Christi, in der Nation, und er hat sie nicht gefunden. Und es kam Gericht und zwei Weltkriege und Verderben. Das nur mal kurz nebenbei gesagt. Also es ist eine ernste Situation. Ich möchte euch auch mitteilen, was ist die Arbeit des Rissevermaurers? Was ist der Dienst des Rissevermaurers, von dem Gott hier redet? Ich möchte 5 Dinge dazu nennen. Ein Paralleltext über Risse vermauern finden wir in Jesaja 58. Ein gewaltiger Text über wahre und falsche Frömmigkeit, über falsches und echtes Fasten. Und er sagt dort: Ihr feiert religiöse Feiertage, ihr streitet euch, ihr seid gewalttätig, ihr redet übel über euren Nächsten, ihr habt Fingerzeigen, ihr seid im Streit miteinander. Ist das ein Fasten, das mir gefällt? Und dann sagt er in Jesaja 58, ist nicht vielmehr das ein Fasten, ungerechte Fesseln zu lösen, Jochs zu entfernen, jedes Joch des Feindes zu zerbrechen, Hungrigen dein Brot zu brechen, Elende in das Haus Gottes zu führen, Nackte zu bekleiden, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, dann wirst du um Hilfe schreien und ich werde dir schnell antworten, werde sagen, hier bin ich. Und dann sagt er, dann wird der Herr dich beständig leiten und du wirst ein bewässerter Garten und ein Wasserquell sein, dessen Wasser nicht versiegen. Das ist die Grundvoraussetzung, um Rissevermaurer zu werden, dass wir unsere Seele ein bewässerter Garten ist, dass wir täglich in einer intimen Beziehung mit dem Heiligen Geist und mit Jesus gelernt haben zu leben. In Johannes 8, 37, 38 sagt Jesus: Wer an mich glaubt und wer mir nachfolgt, der wird Ströme lebendigen Wassers haben. Das ist eine Parallele zu Jesaja 58, 11. Ströme lebendigen Wassers werden aus ihm fließen und das Land bewässern. Und dann sagt er, wenn du ein bewässerter Garten geworden bist, in dem du meinen Willen tust, in dem du mein Rissevermaurer bist, dann wirst du uralte Trümmerstätten aufbauen und die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten und du wirst genannt werden Vermaurer von Breschen und Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Und ich glaube, das ist Gottes Ruf. Er will, dass da, wo der Feind in Gemeinden ein- und ausgehen kann, durch Lüge,
auch Christen, so viele Ehen werden geschieden, so viel Streit, so viel Spaltung von Gemeinden. Warum? Weil dort Mauern offen sind, weil der Feind eingehen kann. So viel ungeistliches Leben, wo Fleisch ist, fleischliches Leben anstatt geistlich, sind offene Mauern für den Feind. Also ein Risse-Vermaurer muss erstens intime Beziehung mit dem Heiligen Geist haben. Zweitens, ein Risse-Vermaurer muss einen Dienst der Fürbitte und des Gebets haben, dass er Geist der Offenbarung Erkenntnis bekommt, Risse und Gefahren aufzuzeigen, wo der Feind hineinkommen kann und Schaden anrichten kann. Das ist also ein Dienst, den Paulus hat ja gesagt, ich bete alle Zeit für euch, dass Offenbarung Erkenntnis kommt. Zweitens, das ist drittens, ist ein Wächteramt. Das sehen wir in Hesekiel 3, ich habe das irgendwo geschrieben, Hesekiel Kapitel 3, sagt er, ich habe dich zum Wächter berufen für das Haus Israel, dass du ihnen, Hesekiel 3, 17, dass du ihnen auch ihre Sünden und ihre Vergehen aufzeigst, dass du ihnen erklärst, warum das Gericht kommt und worin sie Buße tun müssen, damit das Gericht in Segen und Wachstum und Wiederherstellung verwandelt wird. Also wir müssen Wächter sein und das Wächteramt ist eine militärische, soldatische Aufgabe. Soldaten bewachen die Festung, sie bewachen kostbare Schätze. Und darin lehre ich auch in anderen Episoden, in 2. Timotheus 2, 1 bis 7 redet Jesus, wir müssen trainiert werden als gute Soldaten und Soldaten sind auch Wächter, dass der Feind nicht reinkommen kann. Wir sehen das auch in Nehemia Kapitel 2 und 3, wo Wächter den Mauerbau bewachten, weil die Feinde wollten den Mauerbau in Jerusalem im Buch Nehemia stoppen. Also das ist ein Wächter. Das dritte ist, Heilung, Befreiung und Jüngerschaft zu ermöglichen. Risse-Vermaurer, nein, das ist der Punkt 4, der erste ist wasserreicher Garten werden. Punkt 4 ist Heilung, Befreiung und Jüngerschaft in das Volk Gottes bringen. Wir brauchen Heilungsbefreiungsdienst. Wir haben dafür reinigender Strom entwickelt. Christen müssen frei werden von Missbrauch, Ablehnung, Verletzungen des Feindes, von Unvergebenheit. Das schließt die Mauern. Wir müssen geschlossene Türen für den Feind rund um unsere Ehe, rund um unsere Familie, rund um unsere Gemeinde haben. Wir sollen dem Teufel keinen Raum geben, wie Epheser 4, 27, 28 sagt. Das fünfte ist, wir sollen Gottes Volk bauen als Gottes Armee, als gute Soldaten Christi, als siegreiche Athleten, als künftige Lehrer und Ackerbauer. Das sind vier Bilder, die der Apostel Paulus in 2. Timotheus 2, 1 bis 7 lehrt. Das ist ein Schlüsseltext, darüber werde ich eine eigene Episode machen. Diese vier Dinge, in denen Paulus Timotheus sagt, was er bedenken soll, dass Christen gute Soldaten sein sollen, gute Athleten, gute Ackerbauer und Lehrer einer neuen Generation. Also wir müssen Gottes Armee von Jüngern Jesu und Christen ausbilden und dafür brauchen wir Bibelschule in jeder Gemeinde. Der Geist Gottes ruft dazu, dass wir Gottes Armee trainieren. Das ist die Aufgabe des guten Hirten, die Schafe zu trainieren, dass sie den Teufel und die Dämonen besiegen und dass der Feind keinen Vorteil mehr hat gegen Christen. Amen. Der fünfte Punkt ist, dass wir also jede Gemeinde ein Trainingszentrum für den Dienst von Jüngern und Jüngerinnen Jesu wird. Wir sehen das in Epheser 4, ich schlage das kurz einmal auf, wo die fünf Ämter, das sind Ämter des Risse-Vermauerns, Gott hat mir das heute Morgen neu gezeigt. Jesus Christus sagt, ich habe der Gemeinde Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren, Hirten und Lehrer gegeben. Wozu? Um die Heiligen zu trainieren für das Werk des Dienstes, zur Erbauung der Gemeinde des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen, so lange brauchen wir den fünffältigen Dienst, zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Reife, zur Maß der Reife der Fülle Jesu Christi.
Dafür, ihr Lieben, brauchen wir Bibelschulen in tausenden Gemeinden, in jedem Landkreis, in jeder Gemeinde, in jeder Denomination und Kirche in Deutschland, Schweiz, Österreich und ganz Europa. Und dafür wurde die ISCD-Bibelschule gegründet. Ich mache ohne Entschuldigung Werbung für die ISCD-Bibelschule, weil es ein Werkzeug Gottes, das Gott gegeben hat, um die Gemeinde zu trainieren zum Dienst. Wir haben 80 Sprachen, sie ist gegeben mit vielen der besten Lehrer der Welt, damit Heilige, damit Christen trainiert werden für den Dienst dort, wo sie leben. Und wir haben hunderte Pastoren mittlerweile ausgebildet, die dankbar sind und sagen, solche praktischen Dinge haben wir nicht gelernt bisher. Und ihre Hände werden gestärkt, ihre Gemeinde zu trainieren, dass sie feuerfest wird, dass die Risse und Mauern verschlossen werden, damit die Gemeinde siegreich die Hölle plündern kann und den Himmel bevölkern kann. Ihr könnt jedes andere Jüngerschaftsprogramm benutzen. Die ISCD-Bibelschule ist eins der besten und preiswertesten. Mir hat mal jemand gesagt, jetzt vor kurzem hörte ich einen Leiter, der sagt, ja, wir wollen diese Dinge nicht vermischen mit Gemeindegründung und Bibelschule. Da gibt es nichts zu vermischen. Wenn wir Tausende und Zehntausend neue Gemeinden in Deutschland gründen wollen, brauchen wir ausgebildete Jünger Jesu und Leiter. Dafür hat der Herr Bibelschule gegeben. Wir sehen das, es gab Prophetenschulen im Alten Bund, in die Lehre der Apostel, in Apostelgeschichte 2. Paulus hatte die Schule für Tyrannus. Wenn du ein Haus bauen willst, kannst du nicht sagen, ja, über die Werkzeuge will ich nicht reden. Wenn wir das Haus Gottes bauen wollen, brauchen wir Werkzeuge zur Jüngerschaft, das ist Bibelschule. Wir brauchen Training für Evangelisation. Wir brauchen Heilungs- und Befreiungsdienst. Das ist das, wozu Gott von Herzen ruft. Werde Rissevermaurer mit uns und bau Gottes Volk. In Jesaja 43, 18 bis 21 sagt Gott, ich will Neues tun, ich will Ströme durch die Wüste geben, ich will mein Volk bauen. Höre diesen Ruf und bitte den Heiligen Geist, dass er dir zeigt, wie du Risse vermauern in deiner Gemeinde, in deiner Region und in unserer Nation, in den Nationen Gottes werden kannst. Gott segne dich reichlich. Amen.